Willkommen zurück zu StarCraft. Und, so, jetzt bin ich wieder hier. Mal kurz auf dem Töff-Töff. So. Und weiter geht's. Wir wollen uns jetzt mal den Schlüsselstein oder den Nagel reißen, damit wir etwas gegen Amon in der Hand haben. Dann starten wir mal. Coole Hintergrundgrafik. Ich sehe Hybriden. Und ich sehe Möbius Core. Ich glaube, die Hybriden sind für Amon auch nur so Mittel zum Zweck, um halt eine sehr starke Armee zu haben gegen einfach alle Fraktionen, gegen alle drei Fraktionen, ne? Zerg und Protoss und Terraner und ja. Was soll ich sagen? Wahrscheinlich wird er die auch auslöschen, weil er will ja alles Leben weg haben und neu anfangen. Nur wer von den Xel'Naga lebt denn noch? Und sind die dann nicht theoretisch auch Leben, was weg muss, um neu anzufangen, wenn da noch jemand außer Amon von lebt? Und wie, woher kommen die Xel'Naga? Oder sind die einfach nur eine uralte Rasse? Wie Cthulhu oder sowas, ne? Wie dieser Cthulhu-Mythos und so, dass es einfach nur eine uralte Rasse mit unheimlicher Macht ist, die aber keinen besonderen Ursprung hat, vielleicht, ne, man sagt, glaube ich, dass die Xel'Naga mitunter die erste die ersten lebendigen Lebewesen wohl sind, beziehungsweise zu den ersten komplexen Lebewesen gehören, die das Universum hier je hatte, ne? Willkommen in Bennett Port, oder was davon übrig ist. Das Möbius Corps hat sich hier verschanzt, um uns vom Artefakt fernzuhalten. Valerian baut gerade seine Basis auf. Sobald er hier ist... Rainer, was geschieht mit euch? Die Hybriden leiten leeren Energie in den Schlüsselstein. Die dabei erzeugte psionische Störung überwältigt die Terraner. Aktiviert die Unsterblichen. Wir brauchen schwere Einheiten, um die Terraner zu beschützen, bis das Störfeld nachlässt. Mann, damit schulde ich dir schon doppelt was, Artanis. Das war, als würde ich meinen Verstand verlieren. Sie laden den Schlüsselstein wieder auf. Er wird bald erneut aktiviert. Wir müssen ihnen unseren Besitz bringen. Wie wir das schon gemacht haben in der ersten Kampagne. Stürzen nur anders. Wir uns ins Getümmel, Partner. Oh Mann. Erstmal mehr Arbeiter. So, da ist der Schlüsselsteinsockel. Nächstes Störnova. Wir können Unsterbliche in der Roboterfabrik produzieren. Sie sind dazu konzipiert, Feinde zu belagern und Verbündete die zu schützen. Die kämpfen hier schön. Okay. Okay. Meine Jungs heizen jetzt den Möbius Core ein. Solange wie es eben geht. Sobald ihr eure Stellung gesichert habt, macht ihnen die Hölle heiß. Alles kein Ding. Aber erstmal müssen wir tatsächlich unsere Stellung sichern. Dieses Störfeld hat meine Truppen kalt erwischt. Wir haben schwere Verluste erlitten und brauchen Zeit, um eine Stellung zu sichern. Tut, was ihr könnt, um sie von uns fernzuhalten. Schon dabei. Deine Position ist sicher, bis sie den Schlüsselstein wieder aktivieren. Voraussetzung Schmiede. Gut, mach das erstmal. Gut, dann geh erstmal wieder zurück an die Arbeit. Oder geh du mal hier rein. Und die Schmiede kriege ich ja auch keine Photonenkanonen hin. Unser Dienst endet nie. Hierarch, mehrere unserer Liga-Forschungsstationen melden, dass sie angegriffen werden. Wenn sie sie retten können, übergebe ich ihnen sämtliche Protoss-Technologie, die sie gesammelt haben. Gut. Drei Stück mal wieder.
Eine Forschungseinrichtung der Liga wurde befreit. Sehr schön. Ich fasse es nicht, dass wir das tatsächlich heil überstanden haben. Ein paar unserer Sanitäter bleiben hier, falls sie sie brauchen. Es ist vorherbestimmt. Die heilen auch uns. Okay, schön. Aber erstmal würde ich sagen, ich brauche nochmal Unsterbliche. Hier jetzt das Ding voll machen. Ich würde sagen, ich brauche einen Assimilator. Und danach hätte ich durchaus hier für mein Lager auch mal gern die ein oder andere Photonenkanone. Die richtige Energie geht von dem Schlüsselstein aus. Ich vermute, er wird sich bald wieder entladen. Oh ja, in einer halben Minute. So. Hier kommen jetzt Photonenkanonen her. Da wird neuer Unsterblicher gebaut. Weiß nicht, ob zwei jetzt hier schon reichen. Ich würde hier aber in das Lager auch gern Pylonen reinbauen, um hier auch jederzeit jemanden herwarfen zu können. Lasst euch von der Angst verschlingen. Ach, schon wieder so ein Affe. Erneut diene ich. So, das ist Nummer 5. Ich spüre eure Gegenwart. Xabisabuff, wie auch immer. Störung ist noch ein bisschen aktiv. Die sind außer Gefecht gesetzt. So, welche zum Beispiel 5. Jetzt kann ich auch einen Unsterblichen... Also, ich kann erstmal nicht. Jetzt kann ich. Ne, immer noch nicht. Jetzt. Mäh. Ich wollte doch da hinten einen hinwarpen. Ach so, ich habe schon gedrückt und alles und okay. Sind das schon 2? Sehr schön. Also die Unsterblichen sind hier echt Gold wert, ne? Das kann man einfach so sehen. Die sind durchaus Gold wert. Wahrscheinlich müssen wir dann irgendwann da unten auch noch schützen, weil dann von unten hier lang auch noch welche kommen. Da bin ich mir relativ sicher. So, finden Sie noch weitere Forschungseinrichtungen. Marians Kommando-Dings darf nicht und Rainers Kommando-Zentrale darf nicht zerstört werden und den Schlüsselstein sicherstellen. 1000 Silo und Bedingungen. Die Basis eurer Verbindung wird belagert. So, das ist aber kein Ding. Wir werden hier gleich wieder, ne? Die Angreifer sind gefallen. Vorwärts zum Schlüsselstein. Wir werden ewig dienen. Alle wieder da. Commander, unsere Truppen sind bereit. Die Liga greift das Möbius-Korps an. Unser Dienst endet nie. Sehr schön. Dann gehen wir hier mal mit. Vergeltung wird kommen. Ich möchte jetzt erstmal hier die Dings einnehmen. Die werden da unten kämpfen. Dann werde ich hier erstmal nach oben gucken. Hier ist noch eine Forschungseinrichtung. Gut. So, jetzt kriege ich... Aua, meine Schilde sind unten. So, ich muss hier weg, weil ich leider nichts gegen Luftziele habe. Das Möbius-Korps hat es auf Mist. Unseren Nexus abgesehen. Macht euch bereit! Alle werden ihn anbeten oder für immer verstummen! Wie dem auch sei. Der Feind rückt näher. So, ich brauche jetzt auch nochmal so einen Warp-Knoten. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ja, ja, ja. Unser Dienst. Das ist jetzt hier alles kein Ding. So, die Schilde regenerieren wir.
Ich lasse die hier mal so zum Schutz stehen. Hier muss man doch wieder mehr bewubbeln. Wir haben schon wieder nur noch eine Minute Zeit. Bodenwaffen ist immer gut. Dann lass uns hier in das Lager natürlich auch nochmal einen Pylon setzen. Das ist einfach praktisch, wenn wir hier Zugriff haben. Gleich mit dem Warpy hier. Machen wir einfach so. Und dann haben wir gleich Warpy und so. Dann noch drei von euch hier mal so hin. So, die lasse ich hier wie gesagt als Schutz, die drei. So, lass dich hier mal nicht killen. Du bist ja auch nämlich benötigt. Wir werden ewig dienen. Erich, ich messe einen deutlichen Energiezuwachs. Der Schlüsselstein wird bald eine weitere Störungsnova entfesseln. Das ist natürlich toll. Ist aber jetzt nichts Überraschendes. So. So, 6. Holen wir mal so ein paar Berserker hier noch her. So, das ist einfach... Nicht? Mein Leben für Ajur. Na gut, dann halt nicht. Verwendet mich. Böses Viech. Siehst du, jetzt kommen die nämlich schon nach hier unten. Der Schlüsselstein hat dieselbe Wirkung auf die Terrane des Möbiuskorps. Wir sollten sie angreifen, sobald unsere Verbündeten sicher sind. Ah, verstehe. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Wir marschieren zum Sieg. Guti, guti. Oh, oh, ob da einer reicht? Ein Unsterblicher. Uff, uff, uff. So. Okay, das geht nicht. Man kann echt nur hier raus Leute heranwarpen. Hierarch, nur ein Teil eurer Warp-Knoten ist zu Warp-Toren ausgebaut. Ich empfehle euch, für eine dieser zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Können wir etwa? Ihr wagt euch bitte nicht zu weit vor, ihr Säcke. Dass die nicht selber denken. So, kann man dieses Ding ausbauen? Das ist meine Frage. Wegen nur ein Teil. Ach, wir hatten schon einen. Verdammt, braucht mir der Schädel. Danke für die Hilfe, Artanis. Na gut, wir hatten schon einen. Ich bin nur wieder blind gewesen. So, Schilde werden geupgradet. Hier drei mit hin. Neue hiervon. So, hier könnte ich mir auch noch einen vorstellen. Und dann... Kybernetikern, braucht auch für allen möglichen Scheiß irgendwas, ne? Erneut diene ich. So, dann hol mir halt nochmal einen Kybernetikern her und geh dann zurück in die Arbeit. Ich brauche nämlich welche, die halt oben und unten angreifen können. Das bringt mir halt gar nichts. So, ich habe jetzt eigentlich überall genug, um zu beschützen und auch um mein Lager zu beschützen. Jetzt wird es Zeit, eine Armee aufzubauen. Ich vernahme euren Ruf. Die... Lauscht den Klang des Todes. So, ich muss auf den Kybernetikern warten eigentlich.
Ich will nicht warten. Wir sind durch ihre Verteidigungslinien gebrochen. Ziehen wir hier draußen ein paar Bunker hoch. Sehr schön. Wir werden eben langsam dahin kommen. Ich möchte aber vorrangig erstmal die beiden Forschungseinrichtungen bewubbeln. So, für mich heißt das Ganze... Für mich heißt das Ganze, dass ich näher wubble. Ja, die geben sich aber auch mehr Mühe, ne? Also das, die schlafen jetzt, sagen wir mal so. Ich bin zurückgekehrt. So. Ich bin zurückgekehrt. Dann düsen wir eben kurz hier hin. So, da möchte ich euch mal kurz haben, weil wir erstmal da oben das Lager einnehmen wollen. Ihr seid meine erste Armee, weil ihr hier so rumrennt. So, dann könnte ich, glaube ich, nochmal am... dann könnte ich erstmal so weit machen, damit ich hier wieder ein bisschen sowas machen kann. So, während hier nämlich wieder drei neue gemacht werden, kann ich euch hiermit zuziehen, weil ich nicht glaube, dass es schwach bleiben wird, was da von den Gegnern herkommt. So, wir nehmen hier erstmal ein. Schlüsselstein entlädt bald eine weitere Störungsnova. Sie wird die Terraner zeitweilig außer Gefecht setzen. Danke für Ihre Hilfe. Unsere letzten Forschungsschiffe sind unterwegs zur Front. Sehr angenehm. So, jetzt zur letzten Forschungsstation, ergo. Beginne. Düst mir mal bitte hierher. Hier so hin. Bestätigt. Wir reißen euren Geist in Stücke. Lauscht den Klang des Todes. So, und hier bitte Angriffsstellung. Waren. Aha. So, erstmal wird hier unten noch was geschehen. Undara, verwendet mich. Wieder so Devote, die Leute. Unser Dienst endet nie. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich weiß. So, jetzt muss ich aber erstmal so ein bisschen heranwarpen. So, warp. 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 Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Naja, ich muss zusätzlich Pylonen bauen, das ist klar. Klingt wie ein Werbespruch. So. Mit euch möchte ich dann das Lager da hinten einnehmen, das letzte da unten. Hier kann ich noch drei Dröhnchen mit einwubbeln. Hier ist die paar maximal, dann kann ich hier noch ein Upgrade fahren. Eure Verbündeten befinden sich der Feind rückt näher. So, hier brauche ich mal wieder ein neues Ding. Gut. Dann bitteschön. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Diese kleinen Idioten, aber dann sollst du halt sterben. Wenn die immer so weit vorrennen, die sind doof. Ich habe ja jetzt die hier für die Entfernung. Ist ganz schwarz vor Augen geworden. Bloß gut, dass ihr da seid. So, ist es hier unten? Da muss ich mal gucken, ob die letzte Forschungsstation hier unten ist. Nee, hier schon mal nicht, also oben. Das können wir hier mal mit einnehmen. Was soll man sonst groß tun? So, wir können hier schön helfen.
Gut, dann würde ich mal sagen, wir können ja wieder. Ja. Greife Feind an. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Ihr bitte mit dazu stoßen. Verwendet mich. Weil ich kann die Hilfe eindeutig gut gebrauchen. So. Liga WBFs, errichtet hier eine Befestigungslinie. Ach, Valerian, der hat sich schon herausgemustert. Das ist super, dass wir ihm, sage ich mal, alles überlassen haben, weil der hat sich echt gemacht. Und Kreuzer. Aha. Also da hinten halte ich mal ein bisschen zurück. Upgrade ist durchgeführt, das ist schon mal sehr angenehm. Mhm. Bloß gut, dass sie hier sind. Fast alle sind gestorben. Es sind nur noch ein paar Medivacs übrig. Ich schicke sie, um Imperator Valerians Truppen zu unterstützen. Imperator Valerian, wir haben alle der bedrohten Forschungseinrichtungen gesichert. Ich verspreche, dass ich Ihnen das nie vergessen werde, Hierarch. Das ist auch schön. Alleine wegen sowas, ne, mache ich das schon gerne. Außerhalb davon, dass es uns natürlich auch Vorteile bringt. Finde ich es einfach schön, wenn wir hier so ein bisschen sehr sinnvoll agieren. Hierarch, ich messe einen deutlichen Energiezuwachs. Der Schlüsselstein wird bald eine weitere Störungsnova entfesseln. Rückzug, vorerst Rückzug. Bestätigt. So, hier und jetzt bitte beschützen. Alles, was ich hier habe, kann damit zu. Unser Dienst endet nie. Ixabin. Wir marschieren zum Sieg. So. Boah, ich muss erstmal kurz. Machen wir hier mal Armee 1 draus. Das ist, ich bin wahrscheinlich relativ schweigsam. Aber da müsst ihr auch einfach mal entschuldigen, dieses Spiel ist halt durchaus fordernd. Dieses immer schnell und so viele Tasks gleichzeitig irgendwie im Kopf haben, das ist nichts, was man mal eben so macht. So, hier kommt mein Nachschub an. Das ist ganz wichtig, die Hybriden werden immer stinkiger. Hybrid. Wir haben den Angriff der Hybriden erfolgreich widerstanden. Vorwärts, Krieger! Ich warte noch, bis es vorbei ist wieder. Und mit der nächsten Welle können wir es eventuell schon schaffen. Wenn ich hier zum Beispiel einfach nochmal hier einen Pylon reinsetze. Jetzt nochmal gucke, was ich jetzt hier gleich alles herbubbeln kann. Ich mag die Dragoner. Das wird auch kein bisschen angenehmer. Aber jetzt machen wir sie fertig. Eindeutig. Das ist unser Ziel. So, hier haben wir jetzt eine größere zweite Armee schon mal. So, wie sieht's hier unten aus?
Hier geht's gut voran. Wird natürlich mit jeder Welle wird's natürlich ein bisschen schwerer. So, ich würde mal sagen, so langsam auf zum Schlüsselstein. Von hinten kommt noch ein bisschen Unterstützung. Ja, ja, komm. Was der da näher rückt, der kann ja nichts nicht der Rede wert sein, ne? So. Space Marines, drängt sie zurück! Mal dafür ein Herrscher-Hybrid. Das sind ja die stärksten. Scheiße. Warte. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, da oben sind noch welche. Okay, damit hatte ich jetzt so schnell nicht gerechnet. Dass sie hier was vorbeischmuggeln, sage ich mal. Ich bin zurückgekehrt. So, hier nochmal einen Pylon hinsetzen, damit ich hier dann auch agieren kann. Greife Feind an. Okay. Einfach hier nochmal zum Schutz. Bis zur nächsten Aufladung würde ich hier gerne noch ein bisschen was einnehmen. So, das ist hier meine erste Armee. Hier würde ich noch gerne einnehmen. Da haben wir noch genug Zeit. Das ist Sinn der Sache, dass der Feind näher rückt. Ich rücke ja auch näher. Schlüsselstein entlädt bald eine weitere Störungsnova. Ja, eine halbe Minute haben wir aber noch. Weil ich außer Gefecht setzen. Und was macht ihr hier? Geht mal hier hin. So, und ihr? Macht ihr mit? Ist eine Lüge. Wir marschieren zum Sieg. Vergeltung wird kommen. Greife Feind an. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Alle auf ihn hier. Er ist der gefährlichste. Wie man sieht. Die ganze erste Armee ist gleich futsch, aber vielleicht schaffen wir es noch. Gut, das ist in Ordnung. Naja, nicht wirklich, aber was ist zu machen? So. Empfange. Mejona. Mineralienfeld erschöpft. So, S. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Initialisiere. Ihr seid jetzt meine neueste erste Armee. Hier kommen. Hier wird ein bisschen Späne gemacht, aber das geht gar nicht gut. Natürlich nicht.
Langsam habe ich davon gründlich die Nase voll. Zahlen wir es denen auch heim. Gute Arbeit. Dieses Gebiet ist gesichert. Ich lasse hier ein paar Verteidigungsanlagen bauen. Lauscht dem Klang. So, hier waren wir schon. Also hier wieder hin. Meine zweite Armee. Das seid ihr hier. Jetzt schaffen wir es aber. So, mein Mineralienfeld ist erschöpft, aber das ist alles kein Ding. So. Einfach ein bisschen Späne machen an beiden Seiten. Das ist schon gewonnen. Das ist schon gewonnen. Das ist schon gewonnen. Da kann nichts mehr passieren. Ghost Academy, aha. Da siehst du hier, komm. Was soll denn noch passieren? Nichts mehr. Supi. Das war's. Wir haben das Möbius-Korps zurückgeschlagen. Verdammt. Schaut euch das nur an. Nicht mal die Zerg haben die Stadt so übel zugerichtet. Ja, da sind schon echt nette Menschen in diesem Möbius-Korps. Oh Mann. Nein. Aber seine Geschichte. Ich kenne all ihre Geschichten. Keiner glaubt, dass es ihn irgendwann selbst erwischt. Wir kriegen von überall Berichte rein. Liga-Welten überrannt. Außenposten zerstört. Eine Menge tote Jungs da draußen. Krieger. Der Tod ist das Schicksal aller Krieger. Eines, das auch uns vielleicht bald ereilt. Nichts ist in Stein gemeißelt, Arthanis. Ich sehe das so. Wenn Teratul so viel Vertrauen in dich hatte, geht dieser Kampf gerade erst los. Es ist euer Brauch, die Hand eines Freundes zu schütteln. Nicht wahr? Zeig sie, Nathanis. Thank you.
schön, wie echt jeder, jedes kleine, ja, klein ist das nicht, natürlich sind viele gestorben und so, aber ihr wisst, was ich meine, dass jedes Missionchen da irgendwie so viel, dass da so viel drinsteckt immer. Das finde ich schon, ja, bewegend. Mensch, ob der, die Abtrennung der Nerven hinten bewirkt, dass die sich jetzt ein bisschen mehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen anpassen. Oder ob das einfach eine freundschaftliche Geste war, weil Atanis symbolisieren möchte, ne? Ich bin für dich da, wir sind Freunde und so. Und das haben die beiden ja nun auch in den letzten Missionen hier bewiesen. Hui. Hui, hui. Ich fahre mal fort. Waffenbrüder. Ja. Da sieht man mal wieder, wie sinnlos Krieg eigentlich ist. Ne? Am Ende kann es nur Verlierer geben. Am Ende sind alle tot. Rohanna! Bewahrerin! Rohanna! Arcanis! Amon! Ich sehe deine Zweifel, deine Angst. Du bist so allein, wimmernd in der Dunkelheit. Ich werde dich befreien, euch alle, vom Joch dieser Existenz. Der ewige Kreislauf aus Leid und Schmerz ist bald beendet. Eure Worte sind nichts als Gift, Amon. Eure Taten bringen nur den Tod. Sie bringen Erlösung. Das Ende eines Kreislaufs, den niemand für sich gewählt hat. Euer Widerstand bewirkt nur noch mehr unnötiges Leid. Vorbei, Hierarch. Er ist fort. Versteht ihr jetzt, weshalb ihr euch von der Kala lossagen müsst? Ihr Licht ist erloschen. Ich werde ihm standhalten. Er hat mir seine Wut offenbart. Ich kenne seine Wahrheit. Wenn ihr die Verbindung nicht trennen wollt, dann müssen wir euch einsperren, in Stasis verwahren. Ich werde die Kala um jeden Preis bewahren. Wenn ich dafür Gefangenschaft erdulden muss, so sei es. Naja, für aller Sicherheit. Aber sie kann das auch nutzen, weil sie sich halt so mega unter Kontrolle hat. Das hat, glaube ich, noch niemand aus eigener Kraft geschafft, Amon einfach mal wieder aus seinem Gedächtnis halt so rauszukicken. Und ich glaube, dass ihre Verbindung zu Kala und damit halt im Moment zu Amons Verderbnis dafür zu führen kann, dass wir mehr über Amon lernen und verstehen können. Weil, wie gesagt, sie hält ihm ja noch stand. Sie kommt ja immer wieder gegen ihn an. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es sogar sinnvoll ist, dass sie die Verbindung zu Kala aufrechterhält, um eben mehr von Amon zu lernen und gegen ihn verwenden zu können. Ne? Seht nur, Hierarch. Dieses Material regeneriert sich selbst. Es ist kein Wunder, dass es die Wissenschaftler der Terraner in eine der jüngsten Epochen einordnen. Laut meinen Projektionen dürfte es jedoch mehrere Milliarden Jahre alt sein, wenn nicht noch älter. Hart. Zeratuls Vision sprach davon, dass dieser Schlüsselstein uns zur Hoffnung geleiten würde. Wie versteht ihr das? Geleiten? Es ist ein Code, der entschlüsselt werden will. Der Schlüsselstein scheint Energie manipulieren zu können, aber er könnte auch einem weiteren Zweck dienen. Ich vermute, dass er Informationen über seinen Herkunftsort enthält. Seinen Herkunftsort? Ja. Ich verspreche euch, ich werde ermitteln, wie er uns zu den Zellen Naga führen kann. Verdoppelt eure Bemühungen, Karax. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich nasche nebenbei gerade ein bisschen, nicht wundern.
Es ist faszinierend, dass die Terraner es trotz ihres beschränkten Wissens über den Schlüsselstein geschafft haben, ihn als Waffe einzusetzen. Ich bezweifle jedoch, dass dies beabsichtigt war, geschweige denn seine Primärfunktion. Mhm. Es ist faszinierend, dass die Terraner es trotz ihres beschränkten Wissens über den Schlüsselstein geschafft haben, ihn als Waffe einzusetzen. Maximalen Solaritwert. Das ist einfach nur das Maximum, nicht eine neue Stufe dann. Im Moment können wir nichts machen. Überhaupt seit 10% reduziert, ist dann auch erstmal in Ordnung. Das kann ich erstmal so lassen. Gut. Wie sieht's aus? Hat Rohana noch was zu sagen? Ich konnte die Wahrheit über Amon erkennen, als er durch mich sprach. Er behauptet, seine Intention sei gut, doch in ihm toben nur Dunkelheit und Zorn. Haben wir Mückegriff. Ich habe alles hinter mir gelassen, um die Kala zu studieren und ihr zu dienen. Ich werde mein Gelübde nicht brechen, besonders nicht jetzt. Das kann ich ja auch verstehen. Ich konnte die Wahrheit über Amon erkennen, als er durch mich sprach. Robotische Angriffseinheiten können nun unserer Armee hinzugefügt werden, Hierarch. Erneut diene ich. So, das ist hier der unsterbliche Schadensbarriere. Er schafft eine Barriere, habe ich bisher noch nicht eingesetzt, die eine große Menge Schaden absorbiert, fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Für die Umwandlung einen Unsterblichen werden mittlerweile nur noch die renommiertesten Helden ausgewählt. Einer von ihnen ist mit enorm verstärkten Schilden ausgestattet, nicht für die Massenproduktion geeignet wären. Unbeugsamer? Adun Toridas. Ich glaube, Adun war einfach einer der Xel'Naga, kann das sein? Vielleicht der Xel'Naga, von dem die Protoss abstammen. Fähigkeit Schatten kann nur für genische und Lufteinheiten schweren Schaden zu. Und Lufteinheiten, das klingt ja schon mal für mich wieder ein bisschen besser. Fügt gepanzerten Einheiten Bonusschaden zu. Die Nerazim glauben, dass ihre Verbindung zur Leere stärker wird, wenn sie dem Tode nahe sind. Einige ihrer Krieger haben sich die Technologie der Unsterblichen zunutze gemacht, um unbegrenzt in diesem Stadium verweilen zu können, mit beachtlicher Feuerkraft. Also so ein bisschen mehr Wumms. Finde ich sinnvoller, weil ich die Schilde sowieso nicht nutze. Das wäre mir wieder zu viel Micromanagement. Weißt du, wie ich meine? Ich bin da halt eher Makro, weil das Spiel schon kompliziert genug ist. Da musst du es nicht übertreiben. Gut. Hallo, eure Hierarchlichkeit. Oh Mann, ich habe noch nie mit einem Protoss gesprochen. Wenn ich eines von eurem Commander gelernt habe, dann dass wir nicht so verschieden sind, Rory Sworn. Doch fahrt fort mit eurem Bericht. Ja, richtig. Also das Artefakt, Schlüsselstein-Ding gehört euch. Wir übertragen gerade unsere Daten an euren Ingenieur. Ich danke euch. Bitte übermittelt Commander Rayner meinen Dank. Wird gemacht, Häuptling. Häuptling? Ach ja, ich finde das ja niedlich, wie sie miteinander versuchen zu kommunizieren und sich noch nicht so hundertprozentig gegenseitig verstehen. Diese Kommunikation über Kulturen hinweg ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen Thema. Finde ich gut. Was müssen wir denn jetzt machen hier? Glacius. Ich würde mal jetzt sagen, jetzt erstmal zu Shakodas, ne? Seratul, alter Freund. Ich habe den Schlüsselstein, von dem ihr euch unsere Rettung verspracht. Und doch wird der Glaube allein nicht ausreichen, um Amon zu bezwingen. Die Nerazim von Shakuras trennen ihre Verbindung zur Kala im Rahmen eines feierlichen Rituals. Sie sind daher die letzten freien Protoss. Ich muss sie erreichen, bevor Amons Armeen sich ihnen zuwenden. Keine Angst, ich habe jetzt alles aufgegessen. Ich hatte noch ein paar Reispuffer übrig. Maispuffer meine ich. Ein paar Brownies vom Geburtstag und ein paar Mancherie. Jetzt habe ich das Naschen weggenascht. Naschen ist immer so. Ich mag das ja nicht ewig offen stehen haben, sonst wird das immer alles so träuge.
Dann schmeckt das nicht mehr. Deswegen habe ich das erstmal weggenascht. Das ist mein Abendbrot gewesen. Schön, dass wir halt auch die alten Charaktere wieder treffen, ne? Matt, Swan, finde ich schön. Gut, wir werden jetzt erstmal schauen, ob wir hier in Shakuras Hilfe bekommen. Natürlich werden wir die bekommen und ich hoffe, dass auch Shakuras, okay, ich kann es ja eigentlich schon sagen. Shakuras wird wahrscheinlich garantiert auch von der Möbius Corporation bedrängt. Das kann ich mir nur so vorstellen. Dann werden wir jetzt da mal hinschauen in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gerne morgen wieder und schauen mal, was wir hier machen können. Ich kann nur weiterhin sagen, man hat eine Befürchtung in mir geweckt, weil manche gesagt haben, ach komm, die letzte Erweiterung ist jetzt nicht so toll wie die anderen. Ich finde, die können absolut mithalten, aber absolut. Von daher ist meine Befürchtung jetzt schon wieder, die ist ja schon ganz am Anfang verpufft gewesen, die ist ja schon heute Morgen verpufft gewesen. Gut, meine Lieben. Dann bis morgen. Tüdelü.